Ja, herzlich willkommen zurück, zum letzten Mal zurück hier am Berner Digitaltag 2022 bei strahlendem Sonnenschein, der da links bei mir aufs Gesicht knallt. Auf dem Bundesplatz, der letzte Destination von dieser heutigen Tour. Angefangen haben wir am Bahnhofplatz, dann sind wir quer durch die Stadt über den Kornusplatz, Gasinoplatz, Weisshausplatz ist ein Ding gewesen, bis hierher. Und wir haben ganz viele Themen mit ganz vielen Leuten diskutiert. Und wir wollen doch jetzt zum Abschluss ein bisschen schauen, in einer trauteren Runde zusammen. Was ist da übrig geblieben? Was hat man mitgenommen? Wie sieht die Stossrichtung aus? Wo haben wir gemeinsame Nenner? Wo sind aber auch noch gemeinsame Probleme auftaucht, wo man dran muss arbeiten? Das mache ich mit der Vera Herzmann, die heute ebenfalls Moderatorin war am Berner Digitaltag und auf dem Gasinoplatz und auf dem Waisenhausplatz war. Dann mit der Martina Egli, die ich heute schon mal eine wunderbare Gesprächsrunde hatte, Vorstand von Smart City Friend Bern und Co-CEO von Firma Zeilenwerk und dem Jonathan Gimmel, Leiter Digital von Stadt Bern. Ja, ich tue zuerst mal jetzt die Vera Herzmann fragen, die ebenfalls heute moderiert hat. Es ist für mich im Moment noch ein bisschen schwierig zum Zusammenfassen, darum bin ich mich noch am Sammeln und gebe mal die Frage an dich. Was sie sagen, machen wir es ganz einfach. Was sind inhaltliche Sachen, die du heute aus deinen Gesprächsrunden hast mitgenommen? Gibt es da Sachen, die du kannst sagen, das hat sich so herauskristallisiert, das sind Themen, wo man dran ist oder Themen, wo man sagt, das funktioniert. Hier sind wir mit der Digitalisierung auf dem richtigen Weg. Ja, ich glaube, wenn mir heute begegnet ist, ist irgendwie ein riesen Set an guten Leuten, die irgendwie miteinander am Arbeiten sind. Du hast gesagt, eben, du versuchst die jetzt noch ein bisschen zu bündeln. Ich glaube, ich versuche das schon gar nicht, weil ich das Gefühl habe, das Thema, das wir heute besprochen haben, ist extrem facettenreich. Also ich habe jetzt gesehen, oder, wenn ich vor allem auch in die ganze Sicherheitsdebatte reingegangen, dort habe ich das Gefühl, gibt es so viele Bestrebungen, wo ich auch wahnsinniges Vertrauen gewinne, als Bürgerin, Bürgerin so. Aber nachher auch, wenn ich irgendwo anders hinschaue, sehe ich einfach ganz viele Partizipationsmöglichkeiten, die rausgekommen ist, also auch der Wille, dass die Leute miteinander in Kontakt treten. Und nachher einfach eine wahnsinnige Vielschichtigkeit von Themen. Also sehr breit, muss sehr ich gerade so sagen. Bevor wir zum Jonathan kommen, schnell zu Martina. Was nimmst du für dich aus diesem Digitaltag mit? Ja, auch für mich war es mega vielseitig und ich habe auch gefunden, gerade in dem Tag, den wir hatten, sind sehr viele unterschiedliche Meinungen zusammengekommen und trotzdem hat man wie gespürt, dass alle so in die gleiche Richtung ziehen wollen. Alle wollen etwas bewegen, alle sind mega motiviert, es werden auch immer wieder die gleichen Themen aufgegriffen. Also insgesamt habe ich wie das Gefühl, der Vibe, wie man so schön sagt, ist recht gut, um etwas zu bewegen. Jetzt müssen wir mehr noch das Why, also wie wir das Ganze zusammen erreichen können. Das ist jetzt so der nächste Schritt, den wir vorgehen müssen, denke ich. Jonathan Gimmel, du bist schon fast zum Digitalexperten geworden. Das ist nämlich das dritte Fazit am dritten Digitaltag, den wir inzwischen zusammen machen. Was ist für dich heute das Fazit? Und vielleicht kannst du schon sagen, gibt es einen Unterschied zu den vorderen zwei Fazit? Also der Unterschied ist sicher das Wetter. Also. Nein, ich glaube, was ja das Zentrale ist, was uns hier zusammenhält, das ist irgendwo die Begeisterung für unseren Lebensraum. Und ich habe wieder den Eindruck, dass das Berner Lebensgefühl, also das kann das Schweizer Lebensgefühl sein, aber dass das Leben an sich eigentlich die zentrale Triebfeder ist in der ganzen Digitalisierung. Und Digitalisierung ist nur ein Mittel zum Zweck, für mehr echte Zeit zu haben, für Entscheidungen zu fällen in einem wahrhaftigen Leben. Ohne das jetzt Waffe missionieren, das ist wie die Essenz von heute. Und ich finde, das ist ein Unterschied zu Digitaltag vor 2-3 Jahren. Da hat man Themen erklärt, da hat man Basics austauscht, sich über Grundsätze mal überhaupt geeinigt. Heute gibt es eigentlich durchs Band eine Meinung, die heisst, reden wir doch nicht über Digitalisierung, sondern reden wir über Mehrwert, über eine Gesellschaft, die gedeiht, über eine, die verantwortungsvoll mit Natur und den sozialen Themen umgeht, eine, die Wirtschaften fördert im Sinn von Freiheit und eine, wenn ich jetzt auf Behörden schaue, die einen Service anbietet, der Bevölkerung frei und fähig macht. Und ich habe das Gefühl, das ist wie die nächste Maturität, quasi wie eine Petrischale bieten vor Entfaltung. Und das gefällt mir extrem gut. Und ich habe auch gehört, heute alle wollen Gas geben. Also das hast du vorhin gesagt, Martina. Alle wollen Gas geben und es sind auch Forderungen auf dem Tisch, für jetzt vielleicht den Grosssprung endlich zu schaffen. Oder? Es ist wie das Raubtier, das parat ist zum Sprung.
Aber nur mit kleinen Schritten geht es nicht. Es braucht ein bisschen beides. Man muss auch bereit sein, jetzt endlich die EID-Thematik zu lösen. Und ich habe das auch gehört, alle sagen, ja, nicht 100 verschiedene Lösungen, oder, sondern möglichst eine. Und ich glaube, wir jetzt als Stadt Bern, wo über unsere, der Slogan zu unserer Digitalstrategie, der lautet «Einfach für alle». Also sehr verständlich, einfach wirklich für alle. Und der Grundsatz dahinter ist, wir sind anschlussfähig in alle Lösungen, die noch kommen. Weil wir wissen nichts von morgen. Wir haben ein paar Ideen, wir haben ein paar Ambitionen. Und so soll, glaube ich, auch behördliches Handeln sein. Ambitionen, Nutzen versprechen und dann ein ehrliches Portfolio, das man Schritt für Schritt für Schritt das löst, was man kann. Und das habe ich heute mitgenommen. Ich fühle mich total beflügelt, für das jetzt auch noch zu brauchen, eigentlich den Weg weiterzugehen und auch hochmotiviert, selbst die Themen zu lösen, die offenbar nicht unlösbar sind, zum Beispiel besser zusammenzuarbeiten. Sehr schön. Ja, du hast es vorhin gesagt, Stadt Bern macht dich da auch vorwärts, gibt dir da auch Gas. Der Alec Vografferdit hat heute sogar gesagt, er möge gar nicht mehr auf die Swiss ID warten. Er will jetzt selber und mit dem Kanton zusammen, damit es endlich mal vorwärts geht. Und das ist bei mir in meiner Diskussionsrunde, wenn ich es jetzt nur auf eins müsste runterbrechen, tatsächlich das grosse Thema gewesen, die Swiss ID, wo muss kommen, wo wegbereiter ist, beziehungsweise wir müssen über ganz viele Themen, die wir jetzt besprochen haben, eigentlich gar nicht mehr reden, wenn die nicht kommen. Und ich habe da so zwei Sachen rausgelesen. Einerseits ist es natürlich gut, wie es auf das rausläuft, dass wir sagen, das ist das, was wir wollen. Eine Plattform, ein Zugang, zack, bang. Hankerum habe ich manchmal auch so ein das Gefühl gehabt, wartet man da irgendwo noch so ein bisschen mit verschränkten Armen in einer Ecke hin, bis die durchgewunken ist und fährt sich dann auf Überlegungen machen. Und Überlegungen, so wie es bei Stadt Bern wahrscheinlich der Fall ist, kann man sich jetzt schon machen, bevor die Abstimmung durch ist, die dann eventuell zugunsten von dieser EID kommt? Bei mir war die EID nicht so ein grosses Thema in den verschiedenen Panel-Diskussionen. Aber ich glaube, dort drin, was sich bei mir wieder spiegelt, ist, ich habe das Gefühl, unsere Dialoge sind wie viel kritischer geworden. Das ist vielleicht auch das, was du gesagt hast. Ja, wir nehmen die Digitalisierung als Mittel zum Zweck. Aber wir schauen schon ganz genau, für wen machen wir es jetzt genau. Und wenn ich jetzt auf die EID zu sprechen komme, habe ich das Gefühl, auch wenn wir dort wie nochmal eine Iteration wie machen, habe ich das Gefühl, die Lösungen werden sogar viel besser für uns alle. Ich glaube, entscheidend ist einfach, man muss auf nichts warten. Und das, ich glaube, das müssen wir hier wie als Manifest mitnehmen. Wer hier auf etwas wartet, der ist so eine Ausrede. Weil wir wissen, was die Bedürfnisse der Bevölkerung, der Wirtschaft, der Jungen, der Hochbedarf, alles ist auf dem Tisch. Und Verantwortung übernehmen heisst, mit dem, was man hat, im Wissen, dass es eben einen Anschluss gibt an neue Erkenntnisse, Voraussetzungen schaffen, für die Services zu entwickeln. Und ich kann wie sagen, ob die EID morgen kommt oder nicht, das ist überhaupt kein Hinderungsgrund, für an der Service- und Portalwelt zu arbeiten, wie wir das im Sinn haben, weil das Bedürfnis hängt daran, dass man alles wie in einem vertrauensvollen Umfeld kann anstossen kann, das wird durch die EID noch abgeschlossen. Natürlich löst es technische Probleme, selbstverständlich, aber allen Use Cases oder eben alle normalen Bedürfnisse, die sind alle auf dem Tisch. Ich glaube, da muss im Klaren sein, da kann man vorwärts machen. Und das ist ja schon eine Wirtschaft. Da schaue ich ein bisschen zu dir, als Vertreterin von einer KMU. Ich meine, die beweisen es ja. Ich meine, die warten auch nicht immer auf, dass der Staat etwas reguliert, sondern füllen die Lücken, die es hat. Und das ist an uns Behördenvertretungen, eben möglichst viel Freiheit zu machen, damit so eine Entfaltung möglich ist. Und da würde ich gerade noch ergänzen, dass ich halt wirklich auch wichtig finde, dass man auch so ein bisschen die kleinen Schritte zelebriert. Und jetzt haben wir vielleicht zwar die EID noch nicht, aber ich finde, wie so auch die Zwischenschritte, die dann nötig sind, dass wenn die EID kommt, dass man sie dann auch wirklich vollumfänglich kann nutzen kann, die sind genau gleich viel wert. Und wir sind uns halt heutzutage wie gewöhnt, dass irgendwie Google, Facebook etc., die haben alle Funktionen gerade direkt immer schon drin. Es braucht aber wie auch Zeit, um eine Software zu entwickeln. Das ist wie etwas, das man lernen muss und dann wieder die Bedürfnisse der Bevölkerung aufnehmen. Und ich glaube, das ist einfach das Wichtigste, dass man darum dort auch so ein bisschen anfängt, so schrittweise zu denken und nicht einfach nur das fertige Produkt schon im Kopf hat und die Lösung, wie es soll sein. Das heisst, ich bin quasi, also es war nicht am Gusser, ich bin quasi zu ungeduldig. Ich möchte das auch so schnell wie möglich, aber die Grösse des ganzen Konstrukts lässt es halt nicht zu, zum Teil. Oder noch nicht? Ja, also ich denke mal,
es ist sicher gut, wenn man mal visionär ist und wie dort die grossen Ideen hat. Aber ich glaube, es ist zum Beispiel schon viel wert, dass man mittlerweile viele Sachen kann im Internet ausfüllen kann. Und dann muss man das Dokument vielleicht nur noch ausdrucken und unterschreiben und zurückschicken. Ich finde, das ist schon mal ein grosser Schritt zu früher, wo man alles hat müssen von Hand machen musste. Alle Dokumente ständig hat müssen auf Behörden gehen. Und ich glaube, dort sind wir wie so, wir wollen, dass alles schon digital ist. Aber eben zum Beispiel, dort hat man ja auch noch rechtliche Datenschutz Themen im Hintergrund, die auch noch ein bisschen nachhinken und wo aber wie auch eine grosse Rolle spielen bei diesem ganzen Thema. Aber jetzt sind wir echt vom Tempo her gar nicht so schlecht unterwegs, also ein Teil von uns ja. Nicht. Also ich kann sicher sagen, ich meine, das, was du beschreibst da mit Formularausdrucken, ich meine, das ist von vorgestern. Das tut mir gerade weh, weil genau das bringt es eben nicht weiter. Oder das verlangt wieder, dass man wieder in der Lage ist, Zeug auszudrucken. Von jedem gibt es wieder x Datensätze. Genau das kann, glaube ich, nicht der Pfad sein. Darum braucht es wie beides. Es braucht wie, ich glaube, einen soliden Stamm, den man damit arbeiten kann. Dann kann man den auch laufen. Das andere ist die Ambition, an diesen Zielen zu arbeiten, die nötig sind. Und wir haben ja da sehr viele Hinweise bekommen. Ich lade doch vor, dass wir da schnell reinschauen. Zum Beispiel dort ist genannt worden, gerade zum Thema Daten, oder? Wenn der Mensch quasi zum Datentrigger wird, das ist das Vertrauensproblem. Und heute dürfen wir sagen, die Bevölkerung hat ein grosses Vertrauen in den Staat. Sonst wäre die EID nicht so jämmerlich zu Bach abgegangen und die neue basiert ja wieder auf dem Vertrauen. Tun wir doch das Trauen mehr, dann gehen wir sorgfältig um. Tun wir nicht eine gläserne Bürgerin produzieren, sondern schaffen wir dort Vertrauen auch in den Daten. Das ist so das Thema. Oder hier ist das Thema gekommen, tun wir doch die Leute nicht zurücklassen im Formular, tun wir sie befeigen. Das ist ein zentrales Thema heute, Befeigung. Und nicht im Sinn, die gescheiten Leute die anderen belehren, sondern man hilft sich selber, man findet selber einen Zugang und dann wird es gäbig. Ich habe auch Zeit, für die Sache zu erledigen und ich kann das überall machen. Also das war so ein Beispiel. Und hier jetzt noch so zwei verschiedene, da ist jetzt zum Thema ja, Raketen starten auf dem Oppenheimbrunnen. Ich glaube nicht, dass Merit Oppenheim Freude hat, aber das ist ein Detail. Hingegen hier ein zentrales Thema, Zusammenarbeit. Und da kann ich nur sagen, da sind wir als Stadt, ich sage jetzt als Bundeshauptstadt, als auch schon vom Kanton Bern, halt vielleicht auch in der Vorreiterrolle, dass wir auch einladen, den Diskurs zu führen, jetzt halt die Aufgaben zu lösen. Auch wenn man eigentlich könnte sagen, ja, wir warten jetzt auf irgendjemanden, aber es kommt niemand, der Kanton Bern wird allein auch nicht Digitalisierung in diesem heterogenen Kanton vorwärts bringen. Also wir mit unserem Ambiente, der Möglichkeit, jetzt hier können da vorwärts gehen, das könnte man sagen, warum laden wir nicht ein, wenn es noch nicht da ist, das gezielt zu fördern. Und heute ist ja der Tag der Digitalgeschichte. Und alle, die teilgenommen haben, haben genau das Commitment abgegeben, sie wollen Teil sein von dem. Am Schluss noch die Wirtschaft, eine Hammerrunde, oder? Vielleicht wir da zusammen arbeiten, dass wir so weitergehen. Und ich habe das Gefühl, ja, das ist wieder der Weg. Jemand hat gesagt, in 5 Jahren gibt es keinen Digitaltag mehr, es gibt einen anderen Namen, aber wir reden über das Gleiche. Wahrscheinlich reden wir noch lange über Zusammenarbeit, weil in der Schweiz ist das halt eine grosse Errungenschaft, oder? Föderalismus heisst ganz viel Abstimmung und Mehrwerte suchen. Und wir als Stadt Bern können mit unserer Wirtschaft, mit unseren Medien, oder, können das genau ermöglichen. Also das ist irgendwie so vielleicht die Ambition, oder? Wie sehe da innen auch noch eine eben, Rakete, Superstar, schnell. Also ich glaube, ich möchte gleich nochmal darauf zurückkommen. So die Ungeduld, die wir auch teilweise wie haben. Ich frage mich dort auch, okay, wie können wir einfach gut auch schauen, dass wir uns als Gesellschaft nicht überfordern. Also ich glaube, dort vieles läuft, Bestrebungen sind da und vieles ist extrem gut schon gelungen. Was mir noch so aufgefallen ist, das geht nicht, dass ich noch mal diskutiert habe. Du hast vorhin gesagt, ich habe in 5 Jahren über den Digitaltag vielleicht nicht mehr so nennen. Das hat Frederik Hasel übrigens vorhin gesagt. Habe ich super gefunden, weil es, glaube ich, um das Mindset geht. Eben, wir reden immer noch vom Digitalisieren und vom Digitaltag. Und eigentlich sollte das schon viel normaler und viel selbstverständlicher sein, dass wir nicht mehr thematisieren. Gleichum ist es ja auch eine gesellschaftliche, positive Entwicklung, dass wir es eben machen. Weil wir haben ja in früheren Zeiten, sage ich auch mal, auch immer technische Entwicklungen gehabt, immer technische Errungenschaften, wo man wahrscheinlich das Volk, die Bevölkerung weitaus weniger bis gar nicht hat mitgenommen. Und da hat sich eine Gesellschaft schon zum Positiven verändert, wenn man jetzt hier so eine Veranstaltung auf dem Bundesplatz anschaut. Das Verständnis, das wir haben, Behörden, wenn sie kommunizieren, erzählen ja nochmal Wahrheiten. Das nennt sich Behördenkommunikation. Man hat beschlossen das und die Welt ist so.
Was wir hier machen, ist genau etwas anderes. Wir reden über Themen, ohne die Wahrheiten zu kennen. Und wir lernen ganz viele Realitäten kennen. Und irgendwo da drin liegt ja ein neues Verständnis für Dialog. Und genau so habe ich das Gefühl, können wir auch andere Themen meistern, wie die ganzen Fragen rund um Energie, um Frieden und Krieg, um Dialog in den Generationen. Und das haben wir heute viel ja gehört, oder? Das Orchestrieren, das global denken, lokal handeln, das sind ja nicht neue Postulate, für ehrlich zu sein, oder? Das sind alles Themen aus der Nachhaltigkeit. Und wahrscheinlich ist Digitalität, also das neue Format in diesem virtuellen Raum, wo die Kontrolle fast nicht möglich ist, einfach etwas, was sich wie anbietet, dort hier noch Maturität weiterzugehen. Und wenn es das gelingt, dann glaube ich, dann lernen wir extrem viel für unsere Gesellschaft. Darum, solche Formate braucht es, egal was oben auf der Bordtür steht, ob jetzt Digitaltag oder Diskussionstag, das spielt eigentlich keine Rolle. Wir reden über Innovation, gesellschaftliche Entwicklungsthemen, wo wir noch keine Lösungen haben. Und das finde ich sehr etwas Ehrliches in meinem Verständnis. Was ich heute habe festgestellt, was wie gar kein Thema mehr ist, also eigentlich Automatismus im Gegenteil, in dem Sinn, dass es eben gar nicht mehr als Problem wahrgenommen wird, ist die Entmenschlichung, die ich halt immer daran angestoßen habe. Hat man dann das Gefühl, durch eine zunehmende Digitalisierung geht es Wünsche sein oder die Nähe oder die Kommunikation mit dem Menschen verloren. Ich konnte es gar nicht thematisieren, weil es für die Leute gar kein Thema ist, dass es überhaupt eine Angst sein. Das hat mich erstaunt, weil da habe ich auch Entwicklung gesehen zu den letzten zwei Digitaltagen, wo man über Settings noch viel mehr hat geredet und dass man dort Leute muss abholen und dass man dann nicht muss Angst haben, dass der persönliche Kontakt verloren geht und man daheim quasi einbunkert in dieser Computerwelt lebt. Da habe ich Entwicklung gesehen. Ich glaube, dort drinnen haben wir auch, also ich glaube, genau dort ist sie auch differenzierter geworden. Also über die Zeit, man gewöhnt sich, man merkt vielleicht dann auch, ist eben schon noch gäbig, wenn ich etwas vielleicht irgendwie vom Sofa aus kann zwischen Terminen erledigen und nicht noch muss irgendwo hergehen. Und ich glaube, dort haben wir auch profitiert jetzt von den letzten zwei Jahren, wo einfach ganz vieles auch uns gezwungen hat, so anders zu denken. Ich will da schon auch noch ein bisschen einfach mahnen, oder? Wir sind jetzt da sehr privilegierte Menschen, die dürfen Sachen machen, die viele andere nicht dürfen. Und ich würde jetzt behaupten, ein Drittel der Bevölkerung hat die Möglichkeiten, die wir jetzt als normal anschauen, nicht. Und das heisst, wir haben ganz viele, die frisch in der Schweiz sind, die haben müssen migrieren, die vielleicht den Staat als gewalttätiger leben, als korrupt, die all das Vertrauen noch nicht haben, von dürfen alle 14 Tage nicht, aber alle Quartal abstimmen, die das nicht nachvollziehen können. Und dort Zugang zu unseren digitalen Produkten nicht kennen oder zum Service Public an sich. Und ich habe das Gefühl, die grosse Chance ist ja auch, dass wir ganz bewusst jetzt die Leistung von öffentlicher Hand wie neu designen und nicht von innen nach außen aus der Amtsstube quasi, sondern verstehen, ja, es braucht eine tamilische Tanzgruppe, für dass man Kinder einschulen kann, wie man das will. Es braucht jemanden, der jetzt eben auf der Flucht ist, es braucht ein Sans-Papier. Also alles zum Thema Inklusion, oder? Das ist natürlich etwas, wo ich das Gefühl habe, wo sehr viel Zeit und Achtsamkeit braucht. Und dann kommen wir jetzt zum Hans-Martin Amrein, der ganz am Schluss hat gesagt, ja, warum digitalisieren wir? Ja, damit wir mehr Zeit haben. Das war schon das Thema vom Stadtpräsidenten. Und was machen wir mit der Zeit? Ja, genau das. Wir gehen her und eigentlich das persönliche Geschäft, das heisst, die Dienstleistung für alle, einfach für alle weiterentwickeln. Und da habe ich das Gefühl, das braucht es, und darum braucht es Automatisierung bei Default. Es haben viele gesagt, ja, der Herr Schneck hat gesagt, ja, digital first. Ich sage euch, es gibt nur eins, digital only im Hinten dran. Das, alles andere geht nicht, weil nur so können wir wirklich Ressourcen freispielen, für Zeit zu haben, für Menschen, die keinen Zugang haben, für Hochbetagte und so weiter. Das, ich habe das Gefühl, das ist das, was den grossen Unterschied macht. Und da können wir Hausaufgaben erledigen, weil das ist die Stadt Bern auch noch nicht fit. Oder? Aber das sind wie so die mutigen Begriffe. Oder digital only, ist das schon etwas anderes als, ja, zuerst ein bisschen digital. Das Gefühl, dort gehen wir schon her. Und heute hat sich gezeigt, also es gibt keinen Grund, für das zu warten. Und dann kann vielleicht mal, irgendeinmal können wir jetzt sogar noch digital abstimmen. Ich glaube, das ist jetzt noch am weitesten fort von den Kärtchen, die hier liegen. Aber die Ambitionen für heute sind aufgezogen. Aber ich glaube, wir als Stadt dürfen wirklich, ja, und stolz sein, dass wir da im Verbund an diesen Aufgaben auch dürfen arbeiten und kleine Schritte auf jeden Fall gut erledigt haben. Wenn wir das so ein bisschen in die Zukunft schauen wollen, ein Bahnhof Bern ist im Umbau, dann werden wir irgendwann ein riesiges Eröffnungsfest feiern am Tag X. Das haben wir mit anderen Veranstaltungen gemacht.
Das haben wir auch gemacht, zum Beispiel, wo das neue Wankdorf-Verkehrskonzept ist, oder das Status Suisse, also das Wankdorf-Stadion ist eröffnet worden. Es wird wahrscheinlich mit Digitalisierung schwer möglich sein, dass wir ihnen sagen, oh, in einer Woche gehen wir ans grosse Digitalisierungsfest, weil jetzt ist das umgesetzt, wo wir seit Jahren darüber diskutieren. Es wird ja wahrscheinlich immer ein schleichender Prozess bleiben. Aber ich glaube, das ist eben genau eigentlich der Mehrwert von der Digitalisierung, dass es wie irgendwann gar nicht mehr sichtbar ist, sondern dass es wie so natürlich uns durch den Alltag führt und uns einfach wie quasi die Themen oder die Herausforderungen abnimmt, wo uns eben so ein bisschen die Lebensqualität noch nicht ermöglichen, die man vielleicht eigentlich sonst hätte. Das ist ja so. Das Ding ist noch so ein bisschen, was wir heute eigentlich gar nicht so diskutiert haben, ist einerseits, was man als Verwaltung, als Behörde, als Stadt vorhat und am Umsetzen ist. Hankerum, wie die Leute, die Bevölkerung, die das brauchen soll, auch zu diesen Mitteln kommt. Also ich rede etwas ganz einfach. Muss sich jeder schlussendlich ein Handy können dürfen müssen leisten, wo die Applikationen drauf sind. Er muss sich ein Computer, ein Tablet können dürfen leisten. Also ist das auch etwas für die Zukunft mitzudenken, wie man darüber diskutiert, den ÖV möglichst günstig und für alle zugänglich zu machen, dass man auch solche Sachen für die Leute zugänglich machen, wo das bis jetzt eigentlich ein Luxusobjekt ist? Ja. Oder wenn wir im Zentrum steht immer das Bedürfnis von uns Menschen. Und ich glaube, es ist auch wichtig bei der Mobilität. Wir müssen ja nicht Züge finden, die die Leute nicht wollen. Oder? Also weißt du, da kannst du noch so bei den Fotos irgendwie Sachen konstruieren. Ich glaube, wir müssen Mechanismen und Methoden entwickeln, dass wir alles am Puls der Bevölkerung machen können. Und damit können wir automatisieren, so viel wie möglich. Dann wird es nämlich günstiger. Und eben Zeit einsetzen, die kostet für das, was wichtig ist. Und gerade das Thema Daten, Living Dates, oder, wo man aus den Mobilitätsdaten, wenn wir die könnten brauchen, zum Beispiel für Bedürfnisse im öffentlichen Raum gestalten, dann würde auch viel mehr den Bedürfnissen entlang gestalten von der Menschheit. Aber du sagst, was kostet es, oder? Ich glaube, wir bringen, der öffentliche Dienst kostet etwas in der Schweiz. Wir wissen, wir sind in einem teuren Land, aber es ist eine Chance, dass man einfach alles, was man automatisieren kann, konsequent macht, dass man nicht Lebenszeit braucht, für Zeug abzuschreiben, Zeug auszudrucken, wieder jemand tut das ausgedruckt, abdöckeln. Und jetzt merken wir, wir produzieren Leerläufe, und die zu knacken, da reden wir, da tun wir eigentlich Lebenszeit zurückgewinnen, Kosten reduzieren und Zeit bereitstellen für die wahre Aufgabe unserer Gesellschaft. So kann ich mir das vorstellen, dass das so eben ein gescheiter Return ist von diesen ganzen Bestrebungen, dass letztlich mehr Nutzen entsteht bei weniger Kosten. Du hast noch über einen Ausblick geredet, oder? Ich stelle mir immer so vor, wenn ich jetzt wirklich mal ein bisschen in die Zukunft gehe und einen Gumpführer mache. Ich lese gerade ein Buch über Generation Z. Und ich meine, die drinnen, oder? Die wachsen in dem auf, die sind dort drinnen wie auch schon daheim. Das heisst, vielleicht bewegen wir uns jetzt ein Zeit lang einfach in dieser parallelen Welt, aber irgendwann wird das vielleicht einfach sehr natürlich, wie du auch gesagt hast, Martina, total natürlich in uns im Lebensweg oder uns begegnen. Ja, gleich noch eine Frage. Das ist jetzt, wir gehen ja hier positiv in die ganze Sache und sagen, wir haben noch ganz viel zu tun, aber wir sind auf gutem Weg dazu. Was war denn in deinen Diskussionsrunden? Hat es dort ummahnende Worte gegeben oder Worte vor Kritik, nicht wegen der Digitalisierung, aber wo man in welchem Gebiet, auf welchem Stand ist? Oder ist man sich dort einig, dass eigentlich alles nach bestem Wissen und Gewissen fahrplanmässig läuft? Vielleicht das eine war eben das Thema, wie nehmen wir alle mit? Ich glaube, das beschäftigt schon recht viel so. Weil die Voraussetzungen sind sehr divers, denke ich. Das war etwas, das ich mich gut daran erinnere. Nachher gleich auch, ich gehe nochmal darauf zurück, auf so ein bisschen die Datensicherheit. Das ist dort schon immer wieder aufgekommen. Und gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, ist die Verwaltung sehr souverän unterwegs. Weil ich weiß, also man weiß, wenn man sich dort einen Fauxpas, kann man sich eigentlich auch gar nicht erlauben. Das ist etwas weiteres, das ich mitnehme. Was ich mich noch gefragt habe, wenn wir vorher darüber kamen, wir warten jetzt gar nicht auf die Swiss CID, wir können selber vorwärts machen, was die Stadt da macht, was der Kanton noch macht.
Ich jetzt als einfacher Nutzer denke, aber da muss man ja die umliegende Wirtschaft einbinden. Also wenn ich bei der Stadt Bern-App beispielsweise auch auf Post zum Beispiel klicken, wegen dem Umzug, der irgendwo durch für mich mit der Stadt zusammenhängt und so weiter, wäre das super. Wenn ich kann irgendetwas richtig Detailhändler ansteuern, für das zu verknüpfen, würde ich das auch gerade hat alles mit meinem Wohlbefinden als Stadtberner zu tun. Sind da Überlegungen im Gang, dass man sagt, nicht nur Verwaltung, sondern wir versuchen natürlich auch das, was der Nutzer braucht, wo eben nicht nur Verwaltung ist, mit einzubinden. Ich glaube, das beste Beispiel ist Zügeln. Man zügelt innerhalb der Stadt oder innerhalb der Region, das spielt keine Rolle. Und wir wollen ja nicht nur, dass die Behörde weiss, toll, wo jetzt die Steuerrechnung her muss, sondern wir wollen ja auch, dann, dass irgendwie das Zeitungsabo und die SBB weiss und der Energieversorger, wie das funktioniert. Und das ist, haben wir studiert, schon vor 2 Jahren aus einem Innovationsprozess mit unserer Tochter EWB zusammen. Das brächten wir problemlos her. Dafür brauchen wir aber einen Originalauftrag von dir als Kunde, der sagt, ich will das. Also wir müssen dich identifizieren. Wir kommen wieder ein bisschen das gleiche Thema vorbei, weil sonst würden wir ja deine privaten Daten an einen Privaten weitergeben. Da merkt man auch, irgendwo schleift es, aber jetzt können wir das vorbereiten in dem Moment, wo du erkennbar bist und nachher gewesen mit deiner EID oder es gibt ja eine Swiss-ID und andere Möglichkeiten für das vorzusimulieren. Kann man es vorbereiten, aber richtig machen kann man erst, wenn es kannst nachweisen. Aber so, oder bis ans Ende denken, anschlussfähig sein und in dem Moment, wo Möglichkeiten bestehen, kann man es umsetzen. Also an dem wäre dabei, ein Thema ist auch der digitale Briefkasten. Wir verschicken Hunderttausende von Briefen. Ihr habt alle Briefkasten. Die Post bietet jetzt so einen digitalen Briefkasten an. Es ist möglich, dass wir alles hier drauf her schicken. Das wird auch so eine Veränderung sein, sehr gleich, zusammen mit dem Chatbot, den wir im Einsatz haben. Also wir müssen nicht immer auf die grosse Kiste warten. Wir können kleine Schritte machen, die einfach ja, die Lebenssituation verändern, die die Leute in einen Dialog verwickeln. Und ich glaube, das ist der Weg, die Ambitionen hochsetzen, den Dialog fördern, ihr seht das Bild nicht, wirklich und selber in die Vorleistung gehen. Ich glaube, das braucht es. Etwas anziehen und sagen, wir als Stadt Bern, wir wollen da vorangehen jetzt mit dem Dialog und auch bereit sein, Invest zu leisten und kein Franken soll verloren gehen. Das heisst, wir geben Steuergelder aus und was wir entwickeln, das geht auch in Biel, in Thun, das soll auch in Grindelwald gehen. Also ich habe das Gefühl, das Verständnis von Teilhabe unter der öffentlichen Hand, das muss jetzt reifen und greifen. Merci Jonathan. Martina, zum Schluss, was würdest du dir nicht nur in deiner offiziellen Funktion, die du hast, sondern auch als Mensch wünschen, der im nächsten oder in den nächsten Jahren kommen könnte, ganz für dein eigenes Leben. Was würdest du dir wünschen, was wie funktionieren sollte? Ja, ich glaube, am schönsten fände ich es, wenn eben wie einfach die digitalen Prozesse nicht mehr so im Vordergrund wieder stehen, sondern dass wirklich einfach Digitalisierung im Hintergrund funktioniert. Und ich glaube, so ein Wunsch oder etwas, wo ich mega schönes Bild fände, wäre eben, wenn wir das schaffen, dass wir jetzt, also jetzt haben wir wie mal angefangen mit Digitalisierung und dass wir es jetzt auch wirklich schaffen, alle dort zu inkludieren und wirklich so ein die Diversity, das, was Jonathan auch angesprochen hat, mit Leuten, die vielleicht finanziell nicht die Möglichkeiten haben, um sich ein Device, einen Laptop zu kaufen oder auch Leute, die es vielleicht auch in der Userführung von den verschiedenen Tools, die wir haben, online, dass man das alles so gestaltet, dass wirklich jeder und jede kann abgeholt werden und quasi von dieser Digitalisierung dann profitiert am Schluss. Dann schließe ich den Bogen zu meiner Moderationskollegin Vera Herzmann. Ich gebe dir gerne das Schlusswort. Was würdest du dir wünschen, was sich möglichst schnell, auch wenn es Jahre dauert, so ändern. Ich glaube, das, was ich mir besonders wünsche, ist, dass wir weiterhin im Dialog bleiben, zu welchem Thema auch wie immer. Also ich glaube, das ist etwas, was mir am wichtigsten ist, weil nur dann können wir auch miteinander über die relevanten Themen diskutieren. Das ist eigentlich alles. Wunderbar. Relativ kurz. Kurz, aber punktgenau um 20:30 fertig. Schauen dann auf die Uhr. Merci vielmals für die tolle Fazitrunde. Danke Vera Herzmann auch für die Moderationseinsatz heute. Ja. Danke Jonathan Kimmel, Leiter Digitalstadt Bern und danke Martina Egli, dass du noch zu dieser Schlussrunde bist hergehockt.
hat sehr Spass gemacht. Meine Damen und Herren, ich hoffe euch daheim auch. Oder ich hoffe, dass ein paar von euch daheim aufgestanden und inzwischen auf dem Bundesplatz angekommen. Das war es vom Berner Digitaltag 2022. Danke ganz herzlich für das Interesse. Ich hoffe, wir sehen uns im Jahr wieder, wo wir ganz viel Neues erzählen können, was in diesen 12 Monaten gegangen ist. Danke und bis gleich. Thank you.